Die NASA-Mondmission Artemis ist erfolgreich beendet. Die unbemannte Raumkapsel Orion kehrte auf die Erde zurück und landete im Pazifik. Bei Wiedereintritt in die Erdatmosphäre musste der Hitzeschild der Kapsel ja Temperaturen von rund 2800 Grad Celsius aushalten. Experten werteten den Raumflug als weiteren Höhepunkt, denn die Mission sollte zeigen, dass die Kapsel für zukünftige Besatzungen und damit Mondflüge sicher ist. Frühestens 2025 plant die NASA dann auch wieder Astronauten auf bemannte Mondmissionen zu schicken und auf dem Erdtrabanten auch wieder zu landen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.